Ihr seid Fahrradfahrer und habt immer Nackenschmerzen, weil ihr immer nach hinten schauen müsst beim Abbiegen, ja, oder ob das Kind hinten noch da ist, dann haben wir in diesem Video vielleicht eine Lösung für euch. Hi, hier ist der Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und ja, hier mal mit Sonnenbrille. Ob das gut ausschaut oder nicht, das könnt ihr gerne selber beurteilen, in die Kommentare reinschreiben. Aber es geht um diese Brille und zwar ist hier ein eingebauter Rückspiegel. Ja? Hier. Warte, hier. Nee. Wir zeigen sie nachher noch. Wir haben diese Brille geschickt bekommen von den Machern von O-Science, glaube ich, wird ausgesprochen, der Tacho-Hersteller. Und die haben sich was Neues ausgedacht, und zwar die Tree Eye, eine Brille mit eingebauten Rückspiegel. Ja? Die meisten machen ja hoffentlich einen Schulterblick, wenn sie abbiegen oder um zu schauen, ob das Kind noch einen hinterfährt oder wie auch immer. Aber mittlerweile ist in der Stadt ja schon teilweise gefährlich geworden, Fahrrad zu fahren, also vor allem in Großstädten, die nicht so fahrradinfrastrukturmäßig gut aufgebaut sind. Und da haben die sich jetzt was überlegt, und zwar diese Brille mit Rückspiegel. Wir haben die geschickt bekommen zum Ausprobieren und wollen einfach die mal ein bisschen vorstellen. Kommt tut das Ganze in so einem schicken Case, ja, mit einmal einem Brillenputztuch und einem Beutel, wo man die reintun kann. Dann gibt es verschiedene Bügel für die Brille, also zwei genau zu sagen, einmal Standard und einmal ein bisschen kürzer und ein bisschen mehr geschwungen. Ich gehe davon aus, dass es eher so für Sport dann das Einsatzzweck ist, dass sie aber nicht so runterrutscht. Und verschiedene Gläser. Das heißt einmal in diesem bunten, dann reine Sonnenbrille, also in schwarz. Ich bin jetzt kein Sonnenbrillenexperte, keine Ahnung, wie das heißt. Und das würde ich sagen, ist normale Glassicht, aber auch UV-400. Ich habe gelernt, das nennt sich, ist eine sehr hohe Protection für die Augen. Genau, und hier kann man sozusagen die Brille reinmachen und dann hat man alles aufgeräumt. Kostenfaktor sind 99 Euro. Momentan nur zu bekommen über die Homepage von Tree Eye oder O-Science. Und aber viel wichtiger ist, funktioniert es denn? Ja, also funktioniert jetzt halt dieser Spiegel oder nervt es einfach? Die Macher haben gesagt, wir sollen einfach ausprobieren und fahren. Und das machen wir jetzt einfach mal. Also natürlich immer mit Helm fahren, ne? Aber das habe ich gerade vergessen. Aber ich bin überhaupt kein Sonnenbrillenträger, also eigentlich nur im Auto fahren oder beim Fahrrad fahren. Aber grundsätzlich vom Feedback, also man kann das hier ja alles einstellen. Das Nasenpad oder wie das heißt, anpassen. Man kann die Bügel austauschen, man kann das Glas auswechseln. Man kann den Spiegel hier so anpassen. Ne? Also man kann sozusagen hier die Position ändern, so nachdem wie man es halt haben möchte. Die Idee dabei ist, dass man den Kopf so leicht nur noch drehen muss und nicht mehr so verrenken muss. Und die Idee funktioniert einfach, das kann man gut sagen. Man braucht zwar ein bisschen, um diesen Spiegel so einzustellen, dass man das sieht, was man sehen möchte. Und man ist ein bisschen ungewohnt, weil man nur diesen Kopf so leicht verdreht und auch man sich beim ersten paar Mal sehr stark auf diesen Spiegel konzentriert. Ja, wäre ich vorhin fast in ein Auto reingefahren. aber ich denke mal, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, also ich habe es jetzt 5, 6 Mal gemacht und danach war es völlig normal. Ja. Aber ich finde es für die Stadt, für Landstraße, also für Situationen, ich denke mal, dass man häufiger reinschaut und damit einfach nicht mehr in die Gefahr kommt, dass man irgendwas überholen möchte oder abbiegt und dann vielleicht gerade im Moment einer neben einem oder hinter einem ist und gleich vorneweg ist. Also finde ich eine super, super Idee. Alles, was die Sicherheit im Straßenverkehr oder für den Fahrradfahrer natürlich verbessert, sollten wir fördern und sollten wir uns einfach auch genau anschauen. Ja?
Design kann sich jeder streiten. Ich denke mal, ich wäre eher der Kandidat mit dem schwarzen Glas als mit diesem mega fancyen. Der Basti, glaube ich, wäre eher der Kandidat mit dem mega fancyen. Ja. Und ja, was sagt ihr dazu? Also aus meiner Sicht, das ist eine Kaufempfehlung und das sollte sich jeder anschauen, der viel unterwegs ist und einfach mehr Sicherheit haben möchte. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ob ihr sagt, Bullshit braucht keiner oder die erste richtig sinnvolle Erfindung für die Sicherheit im Fahrradbereich, neben dem Helm oder neben dem Höfting. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist. Und natürlich, wie immer, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, shame on you, dann auf jeden Fall auf Abonnieren oder Liken klicken, damit wir sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind in den YouTube-Videos. Und wir haben auch noch mehr Infos zu der Brille in der Beschreibung unten drin. Unter anderem auch die Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden oder auch noch die Produkte anzuschauen, die wir schon alle getestet und ausprobiert haben. Also ein Blick in die Beschreibung unten rein lohnt sich. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem extrem coolen Wetter und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.